Hallo und vielen Dank an alle, die sich uns virtuell angeschlossen haben. Ich möchte mich auch beim Fatigatio e.V. bedanken, dass sie mich eingeladen haben, hier eine halbe Stunde über einige neurowissenschaftliche Fragen zu ME-CFS zu sprechen. Ich bin Michael van Elsacker. Ich bin Neurowissenschaftler am Massachusetts General Hospital der Harvard Medical School. Ich möchte hiermit offenlegen, dass ich keine finanziellen Vorteile durch diesen Vortrag haben werde. Ich möchte ein wenig über das sprechen, was in der Welt passiert, und zwar in erster Linie über die Covid-19-Pandemie. Und wie Sie wissen, hat offensichtlich Long-Covid viel Aufmerksamkeit auf chronische Krankheiten gelenkt, vor allem auf die, an deren Beginn eine Virusinfektion stand. Wir verwenden nicht gerne den Begriff postviral, weil damit eine Vermutung verbunden ist, aber auch Aufmerksamkeit auf chronische Krankheiten lenkt, die mit einer Infektion beginnen. Es ist in zahlreichen Zeitungen zu lesen. Es gab eine Studie unter der Leitung von Hannah Davis an einer Patientenkohorte, in der sie online nachverfolgte, was Menschen erleben, wenn sie langfristige Symptome haben, die nicht schnell besser werden. Die Symptome hier, Sie können hier den Prozentsatz der Menschen nach 6 Monaten sehen. Es geht um das Gefühl, krank zu sein und um das Scheitern der Erholung nach körperlicher Anstrengung, Fatigue, um autonome Symptome, Schmerzen, also Krankheitsgefühl, autonome Symptome und Schmerzen, und für Leute, die sich mit ME auskennen, ist das wahrscheinlich sehr vertraut. Diejenigen von uns, die ME-CFS kennen, hatten eine Ahnung, dass das SARS-CoV-2-Virus, das die Covid-19-Krankheit verursacht, bei einem bestimmten Prozentsatz der Menschen zu diesen Problemen führen würde. Und wenn Sie sich die Symptome von ME-CFS ansehen, dies hier sind die internationalen Konsenskriterien. Sie drehen sich auch um das Gefühl, krank zu sein, Fatigue, keine Erholung nach körperlicher Anstrengung und um autonome Probleme, Schmerzen, also Krankheitsgefühl, autonome Probleme, Schmerzen, Krankheitsgefühl, autonome Probleme, Schmerzen. Es scheint hier eine Art Trend zu sein, und ich werde die Symptome nicht aufzählen, weil sie alle mit ihnen vertrauter sind als ich. Dr. Prohl und ich haben für die Poly Bio Research Foundation einen Übersichtsartikel über Long-Covid geschrieben, in dem wir einige mögliche Mechanismen betrachtet haben, die unserer Meinung nach ähnlich verlaufen wie bei ME-CFS. Es geht tatsächlich zurück auf die Namensgebung der myalgischen Enzephalomyelitis in einem Artikel in Lancet aus dem Jahr 1956. Der Autor dieses Artikels argumentiert, dass auf der Grundlage einiger vorläufiger Befunde in der Rückenmarksflüssigkeit, einiger bekannte und einiger unbekannter Viren, die Erkrankung als gutartige myalgische Enzephalomyelitis bezeichnet werden sollte. Der Begriff gutartig nicht, weil die Krankheit nicht schädlich ist, sondern weil sie keine Tendenz hat, Menschen zu töten, wie es bei der Kinderlähmung der Fall war. Björn Sigurdsson argumentierte in einem Antwortschreiben auf diesen Artikel, man solle im Namen keine Entzündung des Nervensystems beschreiben, denn das setze einen Mechanismus voraus, von dem wir nicht genau wissen, was dieser ist. Er war der Arzt, der einen Ausbruch in Island untersucht hat. Aber zu dieser Zeit wurde der Name ME geprägt, und das war wirklich neu. Viele neue Krankheitserreger oder Viren, die entdeckt werden, sind anschließend mit Langzeitfolgen verbunden, also mit Langzeiterkrankungen. Hier ist ein Beispiel für Ebola, das sogenannte Post-Ebola-Syndrom, bei dem Überlebende über Muskel- und Knochenschmerzen, Kopfschmerzen und Augenprobleme berichten. Es gibt das Post-Zika-Syndrom, einschließlich Guillain-Barré-Syndrom. Nach einer MERS-Infektion, einem weiteren Coronavirus, die Symptome sind sehr ähnlich. Reduzierte körperliche Belastbarkeit, einige Symptome von Angst und Depression, die Unfähigkeit, sich von Belastung zu erholen. Beim Post-SARS-Syndrom, also dem SARS-CoV-1, sind dies Skelettmuskelschmerzen, Fatigue und Schlafstörungen, also eine Überlappung der Symptome zu ME-CFS. Wir schauen uns Long-Covid etwas genauer an. Beim Post-Ebola zeigte sich in einigen Fällen, dass der Virus im Körper der Menschen überlebt hat und sich wie im akuten Stadium verhält, also wie erwähnt, auch mit Sehstörungen und Augenproblemen. Hier ist ein Beispiel. Durch einen Bluttest war ein amerikanischer Arzt Monate zuvor frei von Ebola erklärt worden. Die Nachweise von Krankheitserregern waren nicht sehr gut, deshalb ging er von immunologisch bedingten Ebola-Komplikationen aus, einer Störung des Immunsystems, das sich nicht wieder beruhigt hat. So,
Tatsächlich zeigte sich aber, dass er es mit einem aktiven Virus im Auge und im Hoden, in dem keine starken Immunreaktionen stattfinden, zu tun hatte. Bei einem bestimmten Prozentsatz von Patienten überlebt das Virus offenbar. Das Wissen über Virusreservoire, also überlebende Viren bei einem Prozentsatz der Patienten mit Langzeitproblemen, könnte für uns wichtig sein. In dieser Studie wird berichtet, dass das SARS-CoV-2-Virus nach Covid-19 im Darmgewebe gefunden wurde. Hier ist die Darstellung der im Darmgewebe vorhandenen SARS-CoV-2-Viren nach akuten Covid-19. Interessanterweise fand Dr. John Chia Enteroviren in Magenbiopsien von Patienten mit der Diagnose ME/CFS, die unter Langzeitproblemen litten. Welche Mechanismen finden sich hinter den Langzeitproblemen, die die Viren verursachen? Sehr offensichtlich ist das Problem, dass die Viren einfach nicht verschwinden. Ein anderer Faktor ist, dass sie das Immunsystem hemmen. Das erscheint zunächst widersprüchlich, da man überall hört, dass das Immunsystem verrückt spielt. Aber ich würde behaupten, dass das nicht ganz korrekt ist. Ich denke, das Immunsystem wird ineffizient, weil durch den akuten Krankheitserreger eine Art Sabotage stattfindet. Hier ist ein Beispiel für die Sabotierung des Typ-1-Interferonsystems durch SARS-CoV-2. Interferone sind die primären antiviralen Zytokine. Bakterien, Viren und Pilze können im menschlichen Organismus überleben durch Sabotage des Immunsystems. Daraus ziehen andere Krankheitserreger einen Vorteil und entgehen der Immunabwehr. Andere Viren können dies auch. Bei einer akuten Infektion kann es passieren, dass sie im Darm das Mikrobiom verändert, sodass die Organismen, die in jedem von uns leben, pathogener und virulenter werden können. Sie können ihre Genexpression verändern, um mehr Virulenzfaktoren zu exprimieren. Diese Organismen werden als Pathobiots bezeichnet. Wie können diese verschiedenartigen Probleme wie Viruspersistenz, die Ermöglichung des Überlebens anderer Viren oder Bakterien oder deren Veränderung, wie können diese verschiedenen Probleme ähnliche Symptome verursachen? Ich würde gerne den Fokus legen auf eine Region im Gehirn, die der dorsale oder hintenliegende Hirnstamm genannt wird. Hier ist ein Gehirn, genauer gesagt mein Gehirn, von der Seite gesehen. Ich möchte mich auf den Hirnstamm konzentrieren, der im Kasten dargestellt ist. Wenn wir das Bild vergrößern, sehen wir genauere Details. Das Besondere an dieser Region ist, dass es wirklich vollgepackt ist, mit wichtigen Steuerungszentren. Ich habe hier einige anatomische Strukturen darüber gelegt. Wenn wir es noch weiter vergrößern, sieht man es noch besser. Ich möchte Sie zu einer Tour durch diese wichtigen Kerngebiete mitnehmen und erklären, warum sie von Bedeutung sind. Es gibt zahlreiche wichtige Strukturen in unmittelbarer Nachbarschaft, die sich zum Teil überlappen. Diese Überlappung in einer Situation von Krankheit oder Entzündung kann von Bedeutung sein für die Langzeitfolgen. Der Nucleus tractus solitari ist das Gehirngebiet, in das der Vagusnerv hineinzieht. Der Vagusnerv hat den gleichen Wortstamm wie das Wort Vagabund, was bedeutet, dass er eine Art Wanderer ist. Er verzweigt sich im gesamten Körperstamm. Er enthält Chemorezeptoren, was bedeutet, dass er chemische Stoffe wahrnehmen kann, zum Beispiel Entzündungsstoffe wie Zytokine. Wenn das passiert, sendet er Signale an das Gehirn. Hallo, hier läuft eine Entzündung ab, hier gibt es ein Problem mit deinem Körper, geh ins Bett, du bist krank. Spare deine Energie, denn du musst eine Infektion oder vielleicht Verletzung bekämpfen. Die Mehrheit der Vaguszellkerne befindet sich in diesem Nukleus und es gibt eine große Überlappung mit anderen Zentren. Ganz in der Nähe befindet sich ein Gebiet, das Area postrema genannt wird.
Normalerweise verfügt das Gehirn über die Bluthirnschranke, die das Gehirn vor in der Blutbahn zirkulierenden schädigen Stoffen schützt. Es gibt einige wenige Bereiche, in denen eine Art Fenster in dieser Bluthirnschranke besteht, das es dem Gehirn erlaubt, größere Moleküle zu erkennen. In der Area Postrema besteht ein solches Fenster, wodurch hier größere Moleküle erfasst werden können. Außerdem ist die Region die zentrale Struktur zur Auslösung von Übelkeit und Erbrechen, was für einige chronische Erkrankungen ein deutliches Problem ist. Hier ist der Vagusnerv dargestellt. Wir werden ihn etwas ausführlicher behandeln, das ist wirklich wichtig. Wenn Sie zum Beispiel eine Ratte nehmen und ihr Bakterien injizieren oder etwas von der Bakterienoberfläche ähnelt wie LPS oder etwas, das der Immunantwort der Ratte auf Bakterien ähnelt wie Zytokine, wird sich die Ratte krank verhalten. Sie wird nicht herumlaufen, keinen Kontakt pflegen, nicht zu viel fressen, es sei denn, man durchtrennt den Vagusnerv. Dann weiß die Ratte nicht, dass sie krank ist. Das Gehirn weiß nicht, dass der Körper krank ist. Sie wird im Laufrad herumtouren, normal fressen und so weiter. Also ist der Vagusnerv sehr wichtig, um Krankheit im Körper wahrzunehmen und ein Signal an das Gehirn zu schicken, geh ins Bett, du bist krank. Übrigens ist es sehr interessant, dass dieses System bei Frauen sensitiver als bei Männern ist. Der afferente Vagusanteil, also der, der vom Körper zum Gehirn zieht, hat eine ganze Reihe interessanter Funktionen. Er erkennt periphere Katecholamine, das bedeutet, er erkennt Hormone wie Adrenalin, das von den Nebennieren produziert wird. Diese Hormone gehen normalerweise nicht so einfach durch die Bluthirnschranke, doch die Chemorezeptoren des Vagusnervs können zum Beispiel Adrenalin erkennen und damit die Adrenalinantwort auslösen. Sehr wichtig ist, dass er Moleküle der lokalen Immunantwort erkennt. Wenn man eine kleine Infektion im Magen oder der Lunge oder des Halses hat, ist es durch die starke Verzweigung des Vagusnervs sehr wahrscheinlich, dass einer seiner Äste in der Nähe der Infektion ist. Er wird die Entzündung erkennen und dem Gehirn signalisieren, dass der Körper krank ist. Das ist eine sehr wichtige Funktion. Außerdem überwacht er das Darmmikrobiom. Ich sprach zu Beginn über den Einfluss einer Infektion auf das Mikrobiom. Das ist eines der Dinge, die der Vagusnerv wahrnimmt. All diese Dinge veranlassen die sogenannte zentrale Krankheitsantwort. Diese beinhaltet Krankheitsgefühl, Störungen des autonomen Nervensystems, zum Beispiel Beeinflussung der Herzfrequenz und verstärktes Schmerzempfinden. Sie erinnern sich an die Symptome, die ich zuvor erwähnte, Krankheitsgefühl, autonome Probleme, Schmerzen. Diese sind, allgemein gesprochen, Teil der akuten Immunantwort. Wir halten das für sehr wichtig, weil es alles Funktionen des Vagusnervs sind. Dieses lässt sich mit der Technik des PET, Positronen-Emissionstomographie, nachweisen. Ich führe mit einigen anderen eine Studie hierzu durch. Lassen Sie mich erklären, wie das funktioniert. Im Körper gibt es Immunzellen wie weiße Blutzellen, zum Beispiel Monozyten und Makrophagen, die auf der hirnabgewandten Seite der Bluthirnschranke sind. Sie entdecken Krankheitsauslöser, seien es Herpesviren oder SARS-CoV-2-Viren oder Borrelien oder andere Bakterien. Dadurch werden die Immunzellen aktiviert und setzen entzündliche Zytokine frei. Dies sind große Proteinmoleküle, die von den Chemorezeptoren des Vagusnervs erkannt werden, aber nicht so einfach durch die Bluthirnschranke strömen. Sie werden auch nicht in so großer Menge freigesetzt, wie zum Beispiel Hormone, sodass sie sich nicht so einfach überall im Körper verteilen. Stattdessen können sie manchmal in das zirkumventrikuläre Organ im Hirnstamm eindringen, das ein ähnliches Fenster in der Bluthirnschranke hat wie die Area Postrema.
Diese kann die Immunzellen sogar mittels eines aktiven Transports in das Gehirn hineinziehen. Die Area Postrema kann also Makrophagen in das Gehirn transportieren, um die Infektionsabwehr zu unterstützen. Interessanterweise gibt es eine deutsche Forschergruppe, die im dorsalen Hirnstamm, an der Stelle, an der der Vagusnerv entspringt, SARS-CoV-2-Viren finden konnte. Dies war akutes Covid, nicht Long-Covid, aber es zeigt, dass diese wichtigen Gehirnzentren infiziert werden können und schwere Symptome erzeugen können. Das sind Beispiele, wo das Virus nachgewiesen werden konnte. Die Autoren dieser Studie machten eine sehr gute Arbeit und gingen durch einen komplexen Begutachtungsprozess der Studie. Dies ist ein Überblick, wie SARS-CoV-2 das Gehirn schädigt. Wir glauben, dass das Virus vor allem die Blutgefäße schädigt, was die Symptome und Folgeprobleme erklären kann. Aber zurück zu den Neurowissenschaften. Zusätzlich zu den weißen Blutzellen, die im Bereich des Hirnstamms, zum Beispiel der Area Postrema, durch die Bluthirnschranke gehen, werden Zytokine ebenfalls durch die Chemorezeptoren des Vagusnervs entdeckt. Da der Vagusnerv in so vielen Bereichen des Körpers liegt, kann er schon kleine Mengen an Zytokinen bei lokalen Infektionen in fast allen Körpergebieten wahrnehmen. Dafür müssen die Zytokine nicht im Blut zirkulieren. Das ist einer der Gründe dafür, warum Zytokinmessungen bei ME/CFS so inkonsistente Ergebnisse bringen. Es ist nicht die schlauste Messmethode, denn obwohl man sorgfältig misst, erhält man unzureichende Ergebnisse. Allgemein gesprochen, es sind parakrine, nicht endokrine Signalfaktoren. Es ist nicht ihre Aufgabe, ins Blut abgegeben zu werden, sondern sie sollen Immunzellen in der direkten Umgebung beeinflussen. Wenn der Vagusnerv diese Zytokine mit seinen Chemorezeptoren detektiert, löst er eine sogenannte Neuroantwort der Gliazellen aus. Über Gliazellen, der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet Klebstoff, dachte man, dass ihre Aufgabe lediglich ist, Nervenzellen zusammenzuhalten. Gliazellen sind jedoch auch die Immunzellen des zentralen Nervensystems. Es gibt verschiedene Typen von ihnen, aber sie werden aktiviert, wenn dieser Signalweg angestoßen wird. Das ist der Weg, wie das Krankheitsgefühl aktiviert wird, die Krankheitsantwort, das Gefühl, im Bett bleiben zu müssen, einen Infekt zu haben und weitere Symptome. Eine kurze Zusammenfassung. Der weit verzweigte Vagusnerv erlaubt die Erkennung von lokalen Immunsignalen. Hierfür ist keine Erkrankung des gesamten Körpers notwendig. Schon kleine lokale Entzündungen können Krankheitssymptome auslösen. Dies muss nicht unbedingt eine Infektion sein, auch Verletzungen können diesen Mechanismus aktivieren. Dieses lokale Signal löst eine gespiegelte Antwort der Gliazellen aus, die gemessen werden kann durch PET-Scans. Hier ein Beispiel einer kleinen Studie von Nakatomi aus 2014, die derzeit von mehreren Gruppen wiederholt wird, um die Ergebnisse zu bestätigen. Zurück zum Ablauf der Erkrankung. In der Nähe der Area Postrema und des Nucleus Tractus Solitari liegt das Gebiet des dorsalen Motor Nucleus. Das ist ein Gebiet für die Kontrolle autonomer Funktionen des parasympathischen Systems, von wo aus die Nervenfasern in den Körper ziehen. Das ist ein wichtiger Faktor, um zum Beispiel die Herzfrequenz zu steuern. Autonome Probleme sind ein wichtiges Symptom in zahlreichen chronischen Krankheitsfällen. Der dorsale reikuläre Nukleus, der sich ebenfalls mit den genannten Strukturen überlagert, ist sehr wichtig für die Übertragung von Entzündungsschmerz. Wir haben bereits über den chronischen Schmerz vieler Patienten gesprochen. Sie haben einen generalisierten Schmerz, der Körper fühlt sich wund an, ihre Muskeln schmerzen. Es ist zwar immer noch möglich, dass der Schmerz in der Peripherie entsteht, wo er durch die Schmerzrezeptoren wahrgenommen wird, aber es ist auch möglich, dass der zentrale Krankheitsablauf zu einer allgemeinen Sensibilisierung führt, wodurch das Schmerzempfinden insgesamt gesteigert wird. Circuit in the brain is a little sensitized, and that's part of what's causing
Hier ist die ventrolaterale Medulla, das vornseitlich gelegene Mark. Hier werden Atmung und Blutdruck gesteuert, bei denen viele chronische Patienten Probleme haben. Und der Nucleus ambiguus, der die Herzfrequenz kontrolliert. Und wieder sieht man, wie dieses Gebiet mit den anderen überlappt. Woher wissen wir, dass diese Kerngebiete aktiviert werden, wenn eine Erkrankung, eine Entzündung beginnt? Wir wissen es aus Versuchen mit Ratten. Lisa Göhler und Ron Gekemer arbeiteten an der Universität von Colorado, als ich dort noch Student war und Techniker. Sie leiteten das Institut und halfen uns zu verstehen, wie diese Gehirnvorgänge funktionierten. Das Gefühl, krank zu sein, wird vom Körper als Antwort auf irgendetwas, beinahe alles Mögliche, auf das Gehirn übertragen. Hier nur ein Beispiel. Sie gaben Bakterien in den Rachen einer Maus, um eine Nahrungsmittelvergiftung zu imitieren. Das ist eine sehr akute Infektion. Dann sezierten sie die Maus und schnitten das Gehirn in Scheiben, um festzustellen, welche Regionen aktiviert werden. Das Schwarze hier zeigt, wo Nervenzellen aktiv sind. Die Bilder auf der linken Seite zeigen Mäuse, die mit Bakterien einer Lebensmittelvergiftung ausgesetzt waren. Die rechte Seite nur Kochsalzlösung. Die Gebiete auf der linken Seite sind viel aktiver, wenn die Maus krank ist. Hier sieht man Regionen, über die ich gesprochen habe. Der Nucleus tractus solitari, die Area postrema, der dorsale Motor Nucleus, die ventrolaterale Medulla und der retikuläre Nucleus. Sie alle sind die wichtigen Gebiete zur Auslösung eines Krankheitsgefühls. Das sieht man auch am Verhalten einer Maus. Sie zieht sich von anderen zurück, sie läuft nicht mehr herum und sie hat Veränderungen der Herzfrequenz. Hier wieder auf der linken Seite Infektion, auf der rechten Seite Kontrollgruppe. Das sind die Gebiete, in denen Gefühle von Stress und Angst ausgelöst werden. Viele, jedoch nicht alle chronisch kranken Patienten, können Gefühle von Stress und Angst haben. Doch das ist buchstäblich Ausdruck der Erkrankung, der Kaskade, der Kerngebietsaktivierung, der verschiedenen besprochenen Zentren. Hier zum Beispiel ist der paraventrikuläre Nukleus des Hypothalamus, von wo aus die Stresshormonkaskade ihren Ursprung nimmt. Der hintere Nukleus des Striatums, der Inselkortex, die Amygdala, all diese Gebiete werden aktiviert und dann fühlt man Stress und Angst. Sehr wichtig dabei ist, wenn Patienten Angst fühlen, dann bedeutet das nicht, dass die Angst die Krankheit verursacht. Die allermeiste Zeit verursacht die Erkrankung die Angstgefühle. Nicht alle Patienten erleben dieses, aber es sind viele. Mit dieser Rattenstudie haben wir gesehen, dass Krankheitsgefühl, autonome Probleme und Schmerz verursacht werden durch die Verknüpfung dieser Nervenkerngebiete. Wenn es Langzeitsymptome gibt, dann ist es wahrscheinlich, dass sie durch die Langzeitveränderungen und Probleme im Körper verursacht werden. Hier ist ein Beispiel, wie der Vagusnerv Darmdysbiose erkennt. Wenn die Darmbakterien aus der Balance sind, wird dieses durch den Vagusnerv erkannt. Vor einigen Jahren habe ich bereits einige dieser Dinge in einem Artikel besprochen. Es ging um eine spezielle Infektion, aber es sind dieselben Mechanismen. Es braucht keine spezifische Infektion zu sein, es reicht eine generelle Entzündungsantwort des Immunsystems, um diese Symptome auszulösen. That are triggered by that circuitry that I described through the vagus nerve.
Ein weiterer interessanter Faktor ist das sogenannte Glia-Priming, eine Art Vorbereitung. Ich habe bereits über die Glia-Zellen gesprochen. Dies ist ein Beispiel für Mikroglia. Das sind die ortsansässigen Makrophagen des Gehirns. Makrophage bedeutet großer Fresser, die Bakterien und Viren vertilgen und im Gehirn leben. Sie sehen ungefähr so aus. Wenn Sie einen Krankheitserreger erkennen, aktivieren sie sich, aber auch wenn Sie Zytokine wahrnehmen. Und das sind die Zytokine, die in der besprochenen Krankheitskaskade freigesetzt werden, die vom Vagusnerv ausgelöst werden. Wenn dieser Krankheitserreger in der Peripherie erkennt, zum Beispiel Probleme mit dem Darm. Das löst eine gespiegelte Antwort im Gehirn aus. Die Mikroglia erkennt diese und aktiviert sich. Wenn sie aktiviert wird, zieht sie ihre langen, verzweigten Arme ein und ihr Äußeres verändert sich, wird plumper, dicker. Dann schütten sie eine Menge Stoffe aus. Zum einen sind diese wiederum Zytokine, das ist eine Form von Immunbotschaft, dargestellt durch die Dreiecke. Außerdem setzen sie Stoffe frei, die Nervenzellen erregen, zum Beispiel Glutamat, Bradykinin, Prostaglandin, ATP, NO. Entscheidend ist, dass das in unmittelbarer Nähe zu Nervenzellen passiert. Ich glaube, dass das ein Teil des Mechanismus ist, warum Patienten mit chronischen entzündlichen Zuständen Probleme mit dem Konzentrationsvermögen haben. Es ist sehr wichtig, dass das Gehirn eigentlich sehr effizient ist. Es hat eine sehr gute Fähigkeit, ein Signal vom Hintergrundrauschen zu trennen. Diese Makrophagenaktivierung kann diese Fähigkeit stören. Wichtig ist auch, dass es das sogenannte Translokator-Protein freisetzt. Dieses ist Teil der Immunantwort und ist messbar mit dem PET-Scan. Dies können wir untersuchen, wenn wir wissen wollen, ob Neuroinflammation beim Patienten eine Rolle spielt. Nachdem diese Aktivierung mit der Gliazelle passiert ist, geht sie in einen Zustand über, der primed, also vorbereitet, genannt wird. Sie ist damit empfindlicher für Reize. Dies muss nicht bis zum Rest eines Lebens andauern, aber Gliazellen leben ziemlich lange und werden nicht ersetzt durch zirkulierende Immunzellen. Sie ersetzen sich selbst durch die Zellteilung. Wenn also die Gliazellen einen Zustand haben, der empfindlicher und dysfunktional ist, kann das eine ziemlich lange Zeit andauern. Primed bedeutet, dass wenn ein weiteres Signal für die Gliazelle kommt, das genauso stark sein kann wie das erste, die gleiche Menge Zytokine, die gleiche Menge Infektion, eine sehr viel stärkere Antwortreaktion entsteht. Dies kann eine Ursache dafür sein, dass Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium sehr sensitiv auf Reize reagieren. Schon eine geringe Störung kann dazu führen, dass der Patient sich für eine lange Zeit sehr schlecht fühlt und sehr empfindlich auf Reize reagiert, zum Beispiel Chemikalien und so weiter. Ich habe darüber vor einigen Jahren in einem Review-Artikel berichtet. Die Wichtigkeit, diese Dinge korrekt zu messen, sie sorgfältig zu untersuchen, die Methoden sind wirklich schwierig. Es ist sehr leicht, wichtige Signale zu übersehen. Dieser Artikel ist lesenswert, wenn Sie zu diesem Thema mehr Informationen möchten. Ich möchte meinen Mitarbeitern danken. Ken Kwong und Foe Bishan unterstützen mich mit der Messung von Blutgefäßreaktionen bei ME-CFS-Patienten, also wie die Blutgefäße bei diesen Patienten gegenüber Gesunden reagieren. John Polimeni und Roberta Sklocko sind Hirnstammexperten und Marco Loggia und Eva Ritei sind Experten für die Untersuchung von Neuroinflammation mittels bildgebender Verfahren. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann live. Vielen Dank.